Guten Tag, ich möchte erstmal alles Gute zu Weihnachten allen Menschen wünschen. Nicht nur, weil heute Weihnachten ist, ich habe mich schon vor Weihnachten immer wieder bedankt und allen Menschen Danke gesagt. Und ich bin sehr glücklich, dass so viele Menschen sich meine Videos angucken und kommentieren und immer wieder schreiben. Das ist wunderschön. Danke, danke, danke. Und heute wünsche ich allen wunderschöne Weihnachten. Weiße Weihnachten haben wir irgendwie, weil Dächer sind weiß und es ist wirklich Minusgrad und überall sehr kalt. Und ich bedanke mich sehr, sehr und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend mit Gänse, mit Entenkeulen, was auch immer. Ich habe auch sehr schöne Weihnachten gehabt, viele Geschenke bekommen. Alexa habe ich bekommen. Und ich möchte allen Menschen alles Gute wünschen, wirklich viel Glück und vor allem viel Liebe. Ich habe heute einen wunderschönen Satz von einer italienischen Dichterin gelesen. Sie hat gesagt, das, was im Leben bleibt, sind nicht die materiellen Dinge, sondern die Erinnerungen an Momente, die man erlebt hat und die einen glücklich gemacht haben. Sie hat gesagt, dein Reichtum ist nicht im Tresor eingeschlossen, sondern in deinem Geiste. Und in den Emotionen, die du in deine Seele bewahrst. Das ist jetzt, wenn wir über Steinbock reden, ein wunderschöner Satz, auf jeden Fall. Denn wir alle Menschen, wir haben großartige, fantastische Traumbilder. Alle träumen von etwas. Aber die Gefahr vom Steinbock ist, diese Bilder zu unterschätzen, zu vereinfachen, zu unterdrücken und dadurch der Engstirnigkeit herumkommandieren, Übervereinfachung und der Sturheit zu verfallen. Und deswegen Steinbock und andere Sternzeichen haben so viele Probleme, wenn die aufeinander zusammenkommen, weil zum Beispiel Löwe, sagen wir mal, der lebt in einem Traum, Schütze lebt auch in einem Traum, aber Steinbock lebt nicht in einem Traum. Wie ich gesagt habe, 2 und 2 für Steinbock ist 4 und deswegen, da kann man dem Steinbock nicht sagen, ey, ich träume und ich möchte. Weil Steinbock sieht das nicht so wie der Löwe. Steinbock oder auch Stier, das sind diese Erdzeichen, die alles sehr pragmatisch und alles sehr deutlich sehen. Während wir heute am Weihnachten von Ente und von Gänsekeulen träumen, so wie der Löwe zum Beispiel, Steinbock rechnet das alles sehr genau. Um wie viel Uhr muss er anfangen, diese Gänsekeule oder Entenkeule in den Ofen reinzutun? Und er weiß, ich habe 3 Stunden, andere Steinböcke denken, ich habe 5 Stunden für diese Entenkeulen und dann werden sie um 18 Uhr fertig. Aber andere Sternzeichen, die haben andere Pläne. Die träumen erstmal von schönen weißen Weihnachten, die denken an wunderschöne Erinnerungen und die haben was anderes im Kopf. Aber Steinbock ist leider so, dass diese Träume werden da unterdrückt, vereinfacht und deswegen kommt da plötzlich so eine Sturheit und deswegen zwischen anderen Sternzeichen und dem Steinbock klappt es nicht alles so, wie diese Träumer, wie Löwe oder wie Schütze sich das Leben vorstellen. Aber für heute ist meine Zeit um. Ich möchte allen Menschen alles Gute wünschen und wunderschöne Weihnachten. Tschüss.